Und willkommen zurück zu This War of Mine. Ja, mittlerweile Tag 20 ist angebrochen. Eben stand noch schnell hier. Sie haben alle schlecht geschlafen, genau. Weil Slata die ganze Nacht geschluchzt hat. Das arme Mädchen. So, der Pavel ist sehr hungrig. Das heißt, der darf jetzt mal essen. Und die Kriminalität wurde eingedämmt, heißt, wir können uns jetzt dann endlich um unsere Wunden kümmern. Die dann auch hoffentlich endlich mal verheilen. Mein Gott. Lange haben wir damit rumgewerkelt und immer sind wir überfallen worden. Es ist einfach ein Graus gewesen. Naja, jetzt sollte alles funktionieren und vielleicht werden wir nicht mehr so oft überfallen. Ich hoffe es doch inständig. So, sie ist müde, darf sich hinlegen. Die Dingens ist, glaube ich, nicht müde, ne? Ne, die hat nur schlecht geschlafen. Ach so. Hier unten können wir wieder was zu essen abholen. Hui, das freut mich sehr. Und dann packen wir hier gleich auch wieder was rein. Ich glaube, so einen Düngerapfel haben wir noch. Ja, super. Den haben wir noch. Und dann würde ich sagen, auf dem Boden zu schlafen ist furchtbar. Leicht. Der Tauschmann, der Händler. Komm her, mein Junge. Lass mich mal gucken, was du hier Tolles hast. Türe auf. Grüß Gott. Was haben wir denn überhaupt? Die Axt könnte man ja an sich, wenn sie halb kaputt ist am Ende, könnte man die ja eintauschen. Meiner Meinung nach. Könnten wir tun. Den ollen Helm brauchen wir nicht. Der hat 3 Waffenteile. Das passt so nicht, aber wir können ihm ja hier den ollen Tabak geben. Dann bekommen wir sogar 3. Aber eine Waffe brauchen wir ja eigentlich jetzt nicht. Vielleicht eher das Gemüse nochmal. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was wir dem jetzt noch großartig dafür geben sollen. Das ist die Frage, weil ich würde gerne doch alles behalten. Vielleicht so eine Pille mal hier noch. Und dann hätte ich gerne das. Kommen wir davon auch noch was zu essen? Ja. Das reicht nicht. Vielleicht noch 2 Kippen drauf. Nö, schickt auch nicht. Vielleicht ein bisschen Holz. Okay. Holz, was soll's? Das geht. Warte mal, ich mach die mal weg. Gut, wir können uns einigen. Kann ich das wegmachen? Nein. Schade. Gut, das machen wir. Nein, hau ab. Weg mit dir. Genug gehandelt. Und dann gucken wir gleich mal, was wir hier unten Feines an der Waffenstation machen können. Sage und schreibe nix. Wir haben nur 4 Teile. Idiot. Gut, wir können ein Messer machen. Mit dem Messer, mit dem Messer. Machen wir ein Messer? Ja, weißt du was? Komm, wir machen ein Messer und lassen das hier liegen. Das schickt hoffentlich. Und dann, was kann sie noch tun? Etwas stimmt mit Slata nicht. Sie hat die ganze Nacht heftig geweint. Ja, es ist ja auch eine schwere Zeit. Gute Frau, es ist eine schwere Zeit. Da darf man auch mal weinen. Das geht ja nicht an jedem so spurlos vorüber hier, was alles hier passiert. Gut, einen Wasserfilter haben wir nicht mehr. Wie viel Wasser haben wir noch? 22.
Wir sollten uns jetzt langsam darauf vorbereiten, viel Wasser zu produzieren. 2,5 Stunden, das schaffen wir noch. Hurig, traurig. Ja. Ach, die arme Slata. Die arme, arme Slata. So, ich höre nochmal hier gerade ins Radio rein. Weißt du, nun? Lebensnotwendige Vorräte hatten wir auch. Ich glaube, es wird viel kälter. Schneefälle werden im Südosten von Graznavia erwartet. Geben wir den Menschen in Pogorin doch eine warme Umarmung. Ja, bitte. Und ich frage mich immer noch, wo wir dieses verdammte Kackding hierher bekommen. Thermoregulator. Keine Ahnung. Ich hoffe, wir packen das jetzt noch mit den 5 Wasserdingern. Mit den Wasserfiltern. Bevor hier das Chaos ausbricht. Können wir hier schon einen dran machen? Ja, ne? Das war vergeudete Zeit. Das war vergeudete Zeit. Ich blute aber nur ein bisschen. Na dann. Nein, nicht kaputt hauen, hinlegen. Nicht kaputt hauen. Gut, und ansonsten können wir ja jetzt nicht mehr viel bauen. Nö. Gut, wir haben noch Brennmaterial, haben wir glaube ich noch genug. 18. Ein gutes Buch. Wir haben doch 2 Bücher. Und ich denke, achso, mit dem neuen Ofen sollte das ja sowieso alles doch ganz gut funktionieren. Also mit dem Ding hier, mit der Kochstelle, dass wir recht kostengünstig Essen herstellen können, weil jetzt kommt ja dann doch gleich der Winter. Aber ich denke, wenn wir den überstanden haben, dann haben wir das Spiel geschafft. Da bin ich fest von überzeugt. Und heute Nacht stellen wir einfach mal keine Wache auf, weil die Kriminalität scheint ja zurückgegangen zu sein. Ich hoffe nur, dass das kein Fehler ist. Ich hoffe einfach mal, dass das kein Fehler war. Vielmehr ist, wenn wir es gleich tun. So, Pipa Pavel, du gehst plündern. Und zwar, wollen wir das Stadtkrankenhaus nochmal versuchen? Bombardierte Schule, eine Menge Lebensmittel. Ich glaube, wir brauchen eine Säge dafür. Banditen. Können wir eigentlich noch Supermager, gut. Ja, 94%, das lohnt sich nicht mehr. Der Militär. Militärpatrouillen, okay. Dann können wir nur einen Lassenteil gefahren und Vorräten absuchen. Kirche der Heiligen Maria. Oh oh. Wir versuchen mal die Kirche. Und nehmen die Schaufel mit, denn die sollten wir ja da wohl irgendwie brauchen können. Das Ding auch. Und da scheint es gefährlich geworden zu sein. Als Kind kam ich mit meinen Eltern hierher. Ach so. Sieht auch irgendwie anders aus als sonst, ne? Ich weiß nicht. Können wir hier hoch? Also das war vorher nicht da, dieses Gerüst. Ne. Bin ich mir fast sicher, dass das bei unserem ersten Besuch hier nicht da war. Ich schleiche mal.
Gut, da hätten wir sowieso nicht reingekonnt. Oh, Leute. Ah, Schutt. Baumaterial. Brauchen wir eigentlich nicht mehr so sehr. Eigentlich wäre es jetzt sinnvoller, Nahrung zu beschaffen. Aber was wir haben, das haben wir. Kann uns nur helfen. So. Also, und das Geruckel bei Walking Dead kam, glaube ich, von dem Fragmentierungszustand meiner Festplatte. Ich glaube, ich muss die unbedingt mal defragmentieren. Das hört man auch jetzt ein bisschen, aber hier ist es jetzt nicht so schlimm. Eigentlich gar nicht, hier geht's wunderbar. Ach, schon wieder so ein blöder Helm. Beschädigte Pistole. Da brauchen wir wieder eine Säge. Geh mal gerade unten gucken. Hinten ist eine Tür. Wir versuchen es mal. Die können wir auch sogar öffnen. Es ist viel einfacher mit meiner Schaufel. Ich liebe meine Schaufel. So, und das nächste. Und die Tür müssen wir mit Sicherheit aufbrechen. Da bin ich mir ja schon fast sicher. Aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir jetzt alles packen, weil so gut, wie wir uns jetzt vorbereitet haben, das kann man nämlich dann wunderbar tun, wenn man weiß, dass der Winter kommt. Beim ersten Mal wusste ich das ja nicht und war sehr unvorbereitet. Aber jetzt sollte das Ganze ja funktionieren. Und wow, hier gibt es so tolle Sachen. Ich bin begeistert. Na gut, wenigstens ein Düngerdingen. Düngerdingen. Okay. Das Düngerdingen hilft uns. Die brauchen wir nämlich eigentlich auch. Sehr dringend. Aber hier war doch letztes Mal noch ein Pfarrer, ne? Und Leute. Aber ich... Ja, doch. Vielleicht ist das auch immer random. Das kann ja schon sein. Hier ist nichts. Und ich denke, da hinten werden die Banditen sein. Wo wir nicht hinkommen. Es sei denn, wir haben eine Säge und räumen uns hier unten durch. Das passt natürlich nicht mehr, aber die brauchen wir eigentlich, die Teile. Na ja, was? Blöde Buch. Brauchen keine Bücher. Haben wir noch. So, ich gehe mal hier hoch und da lugt bestimmt einer. Ja, doch nicht. Achso, da ist eine Markierung an der Wand. Hier steht Roxy, der beste Hund der Welt, liegt hier begraben. Jo, das kennen wir schon. Ist da oben, ist nämlich ein Typ. Mit einer Pistole. Und da kommen wir wahrscheinlich so nicht rein. Da brauchen wir eine Säge und müssen uns da durchschaufeln. Was nehmen wir denn jetzt noch mit? Auch nix. Wir nehmen gar nichts mit. Okay. Gut. Dann rennen wir zurück. Das bringt uns ja jetzt hier nichts mehr. Ach, die gute Kirche. Nee, weil letztes Mal waren hier überall Überlebende unten drin. Und da haben wir auch mal versucht, was zu klauen. Das ist aber dann, gehörig schief gegangen. Da ist auch wieder jemand draufgegangen von uns. Ich weiß es noch. Aber dieses Mal haben wir nicht so eine hohe Fluktuation. Fluktuation, glaube ich. Und es ist Tag 21. Bitte lasst es nicht kalt sein und bitte lasst uns nicht überfallen worden sein. Scheint so, als würde es Later anfangen, sich ein wenig unwohl zu fühlen. Oh, krank.
leicht verletzt. Die Ärzte flickten uns mit großem Geschick wieder zusammen. Wir verbrachten ein paar Wochen im Krankenhaus und erholten uns sowohl körperlich als auch seelisch. Wir hatten Glück, dass wir überlebten und wir hatten einander. Unsere Nachbarn halfen mir dabei, mich um Tadai zu kümmern. Da ich anfangs kaum dazu in der Lage war, dann zog er das große Los. Hungrig, traurig, müde. So. Mademoiselle, steh mal auf und lass Mr. Pavel da rein. Oh, es sind plus 6 Grad. Es wird kalt. Es wird langsam kälter. Scheiße. Aber ich würde ungern jetzt schon heizen. Da muss es schon richtig kalt sein. Nur doof, dass die Slater jetzt krank geworden ist. Das ist nicht so toll. Die könnte sich dann doch vielleicht mal ein Pillchen reinwerfen. Und sich dann wieder hinlegen. Und komm, essen darfst du auch. Dann füttern wir sie mal ordentlich und legen sie jetzt wieder hin. Dann wird sie bald wieder fit sein. So, wunderbar genährt. Und dann darf sie jetzt nochmal kochen. Nein, ach du doch nicht. Hier, und einen Filter reinkloppen schnell. Das wird dann wahrscheinlich der letzte sein, den wir hier reinprügeln können. Für diese Jahreszeit. Aber da können wir, glaube ich, noch einen reinbekommen. Einen schaffen wir noch. So. Dann mal hier ruckizucki gekocht. Eine Doppelnahrung. Ja, das machen wir. Die Slater hat ja gegessen, dann schickt das hier für die beiden morgen früh. Dann schickt das doch. So, hören wir nochmal Radio. Aber mit dem Pavel. Der lange nicht mehr depressiv war. Ja. Die Schneefälle, das hatten wir ja alles schon. Yes. Nix. Der Sprecher der Rebellen informierte uns, dass einige Viertel vielleicht für Zivilisten gesperrt werden. Die Regierungstruppen planen einen Ansturm auf die Stadt, um die Kämpfe zu beenden, ehe es zu einem internationalen Eingriff kommt. Ach was. Das ist natürlich höchst interessant. Würde ich begrüßen, wenn die Regierungstruppen die Stadt stürmen, dann hätten wir endlich Ruhe und der Krieg wäre vorbei. Das wäre ja ein Träumchen. So, wir haben ja da oben den Sessel. Dann können wir ja eigentlich den Stuhl zerprügeln, ne? Obwohl, nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Dann beschweren sie sich wieder. Keine Stühle. Nee, das lassen wir. Und als nächstes tauschen wir beim Händler Zeug ein gegen Dünger. Und Wasser. Das ist das Einzige, was wir jetzt brauchen. Hauptsache, wir haben genug zu essen und Wasser. Weil das mit dem Wasser schmelzen verbraucht nur kostbares Heizmaterial. Was wir auch dringend brauchen, um hier über die kalten Tage zu kommen. Uiuiui. Und wo bekommt man dieses Thermodingen her? Ob wir das an der Metallbank herstellen müssen erst? Das kann vielleicht sein, wenn wir die aufwerten. Ich guck mal gerade. Nochmal. Ja, Westen, Helme. Da brauchen wir jetzt auch hier einen Mixer. Wo kriegt man denn sowas her? Bitteschön.
Keine Ahnung. Keinen Plan. Ob wir mal eine Säge machen? Eigentlich haben wir nichts zu verlieren. Können wir eigentlich machen. Dann können wir die heute Nacht mitnehmen. Und nochmal im, wie heißt's? In der eingestürzten Schule gucken. Da braucht man ja auch eine Säge. So, schnell noch hier das Ding drin. Oh Mann, ey, ich hoffe, das reicht, um über den Winter zu kommen. Und ich hoffe, wir werden nicht wieder ausgeplündert. Weil jetzt haben wir so viel schönes Essen hier gesammelt. Kein guter Tag. Na klar war das ein guter Tag. Ein total guter. So, Bett, im Bett, plündern. Bombardierte Schule, 58%, eine Menge Lebensmittel, etwas Medikamente. Das klingt doch eigentlich gut. Das machen wir nochmal. Säge und Brecheisen mit. Und dann sollte das hoffentlich funktionieren. So, ich guck mal gerade. Können wir hier... Ne, die war zu, ne? Ja. Da war dieser Raum, glaube ich. Hui! Ja. So, sägen wir durch. Zum Glück habe ich ein Sägeblatt. Fangen wir an zu sägen. Lalalala. Und müssen wir die jetzt noch aufbrechen? Dieser Gegenstand ist kaputt. Na toll, reicht nur für eine Tür immer. Hui! Hier gibt's tolle Sachen. Reiner Alkohol, beschädigte Schrotflinte. Ein Hinweis? Ich habe einen Brief gefunden. Mama, es ist schrecklich. Jemand hat ein Mädchen erschossen, das ich kenne. Der Mann soll ein Scharfschütze sein. Ich kann nicht glauben, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Sie war so ein gutes Mädchen. Was hat sie dem Scharfschützen angetan? Sie haben den Strom ausgeschaltet. Die Lehrer haben gesagt, dass wir heute etwas länger in der Schule bleiben müssen. Ich weiß nicht warum. Ich will dich und Papa wiedersehen. Zumindest haben sie versprochen, dir diesen Brief zu schicken. Kommst du und holst mich mit nach Hause? Och. Armes Mädchen. Leider kein Hinweis. Und, ja, der Rest wird dann wahrscheinlich... Hallo, hallo... Guten Tag. Hep. Da unten drin sein, bei den merkwürdigen Typen, die da sitzen. Aber hier haben wir noch... Ach stimmt, wir hatten ja noch einen Haufen Holz hier. Den wir zu... Das wir zu Brennmaterial machen können. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht vorm Winter. So, hier war nämlich nichts mehr. Und das Einzige ist hier unten bei den... Bei den zwei Kollegen. Und wenn ich das jetzt öffne, bin ich mir fast sicher, dass mich die Penner anfallen hier alle. Und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Denn hier war ja auch nichts mehr. Haben wir jetzt eigentlich alles voll? Ja, komm, hau mal ab. Guten Tag. Oder warte mal, ging da unten nicht auch noch was? Braucht man auch eine Säge, ne, oder? Ah, hier hinten noch. Ah. Gut, merken wir uns. Das merken wir uns, dass wir hier nochmal mit einer Säge hin können und hier das... das Haschhütchen ausräumen können. Und zurück mit dir, lieber Pavel. Und fängt es jetzt an zu schneien? Lädt. Tag 22. Nein, es fängt noch nicht an zu schneien. Sind wir geplündert worden? Nein.
leicht krank, natürlich, leicht verletzt, erholt sich. Plus 14 Grad, warum wird die denn jetzt krank? Ich raff es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden, warum hier einfach Leute krank werden. Oder auch nicht. Also, bis dann. Tschüss.